Heute kommt eine neue Episode von Saschalis Kommentare. Leute, bevor das Video anfängt, muss ich erstmal erklären, warum heute geflüstert wird. Wir haben 2 Uhr nachts und Steffi schläft schon seit 2 Stunden. Dementsprechend können wir nicht allzu laut sein. Ich würde sagen, wir fangen einfach trotzdem an mit dem Top-Kommentar. Ganz traditionell, der Top-Kommentar aus der letzten Episode. Tim schreibt, und zum Feierabend ein Radler. Mehr Anzeigen. Heinz, 56, biegt ohne Schulterblick ab. Fast gekotzt. Ich würde gerne eine angemessene Ankündigung. Was heißt angemessene Ankündigung? Ja, sowas wie, und macht euch bereit für den größten und besten YouTuber aus Stuttgart. Einen kräftigen Applaus für InScope 21. Ja, ich nehme jetzt einfach das, was du gerade gesagt hast, füge das genau jetzt ein. Du hast 10 Sekunden Zeit, um dich hinzusetzen. Und macht euch bereit für den größten und besten YouTuber aus Stuttgart. Einen kräftigen Applaus für InScope 21. Ah, alles klar. Also du weißt, wir drehen heute eine etwas nicere Episode. Wie leise kannst du denn reden? Kannst du mir Vorgeschmack geben? Ich könnte theoretisch in der Lautstärke weitermachen. Es ist verdammt. Alles klar, Digga. Machen wir weiter mit dem nächsten Kommentar der heutigen Episode. Schwarzer Humor ist wie Sascha. Ihn mag nicht jeder. Da muss ich sagen, das habe ich auch gespürt an meinem eigenen Leibe, als ich die Jana-Nicht-Challenge mit 3 gewissen Personen hochgeladen habe. Bist du bescheuert? Die Aktion ist bei meiner Community ein bisschen nach hinten losgegangen, aber ich denke mal, Neko ist da jetzt heute ein guter Ersatz einfach dafür. Absolut. Ich finde es auch gut, dass so jemand wie Sascha auch einfach mal einen Seitenhieb bekommt. Weil es ist einfach auch wichtig. Hier schreibt jemand, und es ist ein gutes Beispiel von Kommentar, der einfach nicht sein muss, Digga. Das hast du bestimmt schon selber bei deinen Videos erwähnt. Einfach mal kurz nette und sympathische Stimmung hier. Darf ich ihn vorlesen? Super. Richtig unsympathisch. Das feiere ich. Hammer-Videos, machst du mein Bester. So, das war jetzt der erste Teil vom Kommentar. Das ist echt, also man muss sagen, im ersten Moment denkt man auf jeden Fall an ein positives Kommentar, die in der Rückmeldung definitiv diverse Objektive verschreien. Wir machen geile, reale. Ich bin sehr dankbar über euer Feedback bzw. Support. Muchas gracias. Wenn du Eigenwerbung machen willst, dann lass doch die Props am Anfang. Kein Mensch interessiert sich dafür, Mann. Ja, absolut, und ich meine, absolut ungerechtfertigt sind sie noch dazu, ja. Wie meinst du? Was war los? Bist du bescheuert? Dieser Moment, wenn man im Club von einer Veganerin angebaggert wird, nur weil man ein Lauch ist. Also man muss an der Stelle wirklich auch ganz klar sagen, ich kann übrigens euch eine Geschichte erzählen zu dem Kommentar, ist wirklich witzig. Neulich waren Sascha und ich im Club, okay? Und es war wirklich eine mega witzige Geschichte. Also pass auf, ich bin halt hinten in der Lounge und auf einmal rollt unten eine Tuss an, die jetzt nicht ganz so nice war, okay? Möchtchen, ich urteile, alles cool. Aber die fragt dann im Prinzip Sascha nach seiner Nummer, ja? Und was macht Sascha? Geht auf die Toilette und holt sich einen runter. Gut, besser InScope 21. Ah! Du hast jetzt 1 Million Abonnenten, ich hab das Video angeklickt, wir dürfen mein fettes Product Placement zu sehen, aber wo ist das? Mach jetzt mal ein fettes Product Placement, wozu hab ich dir sonst abonniert, Mann? Alles klar, Stefanie. Sorry nochmal. Jürgen, hast du das Kind mit Absicht überfahren? Mehr Anzeigen? Nee, mit Allrad. Das ist aber keine Anspielung auf meinen Dad Jürgen sein, oder? Nee, glaube ich nicht. Halt, stopp, kommentiert. Das bleibt alles so, wie es ist. Was meint ihr? Nein, das heißt doch eine Schnauze! Sascha ist dein Hemd aus Italien. Warum? Weil links und rechts Spaghetti raushängen. Ich muss wirklich sagen, berechtigte Frage. Ey, ganz ehrlich, ich hab's jetzt mit der Zeit verstanden, ja? Ich bin Lauch. Ich bin ein dünner Typ. Mich sieht man eigentlich gar nicht, wenn ich Videos drehe. Aber jetzt hängen auch noch Spaghettis rechts und links aus meinen Ärmeln. Reicht doch. Was kommt denn noch? Was kommt denn noch? Du wirst öfter als der Führerschein Lappen genannt. Perfekt. Lappen hat noch gefehlt in der Sammlung zu Lauch. Die kenne ich. Hab Sascha letztens in der Stadt gesehen, als er in den Laden gegangen ist, ist sofort der Lauchmelder. Ja, perfekt. Hab Bauchschmerzen gegoogelt.
bin schwanger. Jürgen 52, überglücklich. Und da muss ich ganz kurz sagen, das ist dieses Google-Ding, weil jeder von uns kennt den Moment, wenn man irgendwas googelt und aus dem Nichts kommt raus, du hast Krebs. Ja, ist so. Du fragst morgen. Ohne Spaß. Weil du kannst, dir drückt der kleine Finger. Verdammt nochmal, du stirbst laut Google in 10 Sekunden! Ey, das war einmal so verschickt, ich sag's euch, kein Spaß. Ich hab übelst die Bauchschmerzen gehabt, gell? Dann hab ich es in Google eingegeben und dann kam da in die Hose geschissen. Komm schon, der war doch gut, Mann. Gut, besser in Scope 21. Weißt du, welcher Moment immer der beste ist? Ja. Wenn du gerade so eine Episode mit Sascha liest Kommentare drehst, okay? Ja. Und du gehst immer weiter für einen Kommentar. Ja. Und du weißt, sobald der Pfeil nicht mehr weitergeht, ist das Video aus. Optimal. Wie viel haben wir jetzt gerade mit dem Video verdient? Geht's dir nur ums Geld bei YouTube? Hä, was? Geht's dir nur ums Geld bei YouTube? Nein.